Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer neuen Folge Hearthstone. Wie ihr seht, ist heute mal wieder was ganz Besonderes hier an der Tagesordnung. Und zwar ist heute wohl der Piratentag oder sowas. Oder wie habe ich das jetzt hier richtig gelesen? Lasst mich mal ganz kurz gucken. Und zwar steht hier, dass heute Pirates Day has begun. Also heute ist wirklich der Piratentag. Und das wollen sie, will Hearthstone wohl ordentlich feiern hier und sagen: Tahar, be booty, to celebrate, you're all talking like pirates, have some treasures on us. Okay, das heißt also, heute müssen wir eigentlich reden wie Piraten, aber das ist sehr, sehr schwierig immer noch für mich, weil, wie gesagt, ich bin noch krank, aber wir können das wenigstens mal versuchen, das R rollen. Auf jeden Fall kriegen wir 100 Gold dafür geschenkt, das finde ich relativ cool. Was man dazu noch sagen muss, Leute, die Dings hier sind jetzt inzwischen draußen, die Nerfs, genau, hier seht ihr nämlich die verschiedenen Nerfs, wie sie jetzt rausgekommen sind, von wegen Fiery War Axe jetzt auf 3, Hex auf 4, Innervate auf 0, Quatsch, auf 1 Mana Crystal nur noch, aber Innervate trotzdem immer noch auf 0, Spreading Plague auf 6 und der Murloc Warleader bringt nur noch plus 2 und nicht mehr plus 2, plus 1. Das ist schon ein ganz schön starkes Stück, muss ich immer noch sagen, ich finde es immer noch ein bisschen krass, dass so Sachen wie Ding halt genervt worden, wie die Fiery War Axe oder sowas, das ist immer noch für mich ein bisschen krass, muss ich wirklich sagen. Aber, da heute der Pirate Day ist, ich kann gar nicht das R so rollen gerade, Piratentag ist, werden wir heute ein bisschen Piratendecks spielen, hätte ich mal gesagt. Und wo spielt man besser Piraten als im, ja, ich könnte jetzt sagen, wir spielen im Pirate Warrior, aber ich weiß gar nicht, ob ich das eigentlich machen will. Ich denke mal tatsächlich, wir gucken uns mal ein bisschen an, was wir hier machen können. Wir löschen auf jeden Fall erstmal dieses Deck. Wir könnten zumindest eine Runde Pirate Warrior mal spielen. Ich meine, wir müssten ja theoretisch auch testen, wie die neue Fiery War Axe funktioniert und ob wir da vielleicht nicht was anderes reinpacken wollen. Ich hoffe, ihr seid mir da nicht böse oder so, aber wir spielen als allererstes. Als allererstes will ich erstmal einen wunderschönen Rogue noch spielen. Ich weiß, wir hatten gestern schon den Rogue, aber wir machen heute ja eben so ein bisschen durcheinander. Wir spielen heute, hätte ich mal gesagt, drei Decks. Pirate Rogue, Pirate Warrior und Pirate Hunter? Ich weiß es gar nicht. Sachen, wo man halt gut Piraten drin spielen kann. Die Sache ist nur, wie wir die bauen. Also ich habe schon Pirate Warrior hier rumliegen, der heißt schon Arr. Und jetzt müssen wir nur noch gucken, dass wir andere Piratendecks hier finden. Das meiste, was halt gespielt ist, ist halt eindeutig hier der Pirate Warrior. Das ist aber auch logisch tatsächlich. Ich sehe hier gerade Pirate Warrior mit Kalaseth. Ich denke tatsächlich, wir spielen... Okay, wir müssen wahrscheinlich den Murloc Dude hier spielen. Das ist das Standard? Ich weiß es gar nicht. Ich möchte dieses Deck auch tatsächlich nicht irgendwie im Ding spielen, im Ranked spielen oder so, weil ich ziemlich Respekt davor habe, wie so ein unausgebautes Pirate-Deck funktionieren würde. Hier Pirate Hunter, Leute. Pirate Hunter geht steil, den spielen wir jetzt. So. Und zwar, zack, Pirate Hunter, New Deck, Hunter. Es ist ein Wild auf jeden Fall. Okay. Das heißt, heute gibt es nochmal ein bisschen Wild-Action, Leute. Und zwar... Für den Pirate Talk. Pirate. Wo sind meine Patches? Hier ist mein Patches. Patches kommt auf jeden Fall rein. Der Bloodsail Corsair kommt auf jeden Fall rein. South Sea Deckhand kommt auf jeden Fall rein. Die Schiffskanone kommt auf jeden Fall rein. Der Captain ist super gut. Bloodsail Raider packen wir auch mit rein. Wir machen heute wirklich ein Full Pirate Deck. Okay, die restlichen sind halt nicht so gut. Und Greenskin habe ich leider nicht. Den würde ich sehr, sehr gerne reinpacken, aber Greenskin habe ich nicht. Und genauso der andere hier. Hier ist Greenskin und Sky Captain Crack. Den habe ich leider auch nicht. Aber es wären auch zwei relativ coole Karten, um hier drin zu spielen. Also so wird erstmal der Aufbau sein von wahrscheinlich jedem Deck, mit dem wir anfangen werden. Und dann gucken wir mal, was wir noch so Piratenmäßiges reinpacken. Sowas wie hier, Hunter-mäßiges wir reinpacken. Sowas wie Alley Cat. Wir wollen hier auf Damage gehen. Das heißt also, wir gucken, dass wir auf jeden Fall viel Damage reinpacken. Sowas wie Crackling Razor Maw. Und auf jeden Fall auch mehr Waffen. Wo ist denn hier die? Da ist die Fiery Bat. Die wollte ich noch reinpacken. Sowas wie die Zuka hier noch, die ist nicht schlecht. Dann die High Main wäre natürlich auch nicht schlecht, so als
standardmäßiges Ding. Und jetzt bekommen wir eigentlich nur noch die Standarddinger rein. Hier nochmal der Hornbow, dass wir auf jeden Fall Waffen haben. Kill Command darf nicht fehlen. Oh wow, wir haben schon alles voll. Ich habe vielleicht ein paar zu viele Piraten reingepackt. Was wollte ich auf jeden Fall noch reinpacken? Ich wollte noch einen Kill Command und was wollen wir noch reinpacken? Deathstalker Rexa. Ne, ein Kill Command würde ich gerne noch reinpacken. Und dann wäre ich eigentlich fast schon zufrieden. Was packen wir denn für ein Kill Command raus? Wie viele One Drops haben? Oh lol, guckt euch die Mana Base an, Leute. Die Mana Base. Wir packen eine Fiery Bat raus. Packen dafür noch einen Kill Command rein. So, perfekt. Das ist also der Pirate Wild Pirate Pirate Hunter. Oh, ich bin halt gerade so gut im Rank drin gewesen. Deswegen spielen wir jetzt Casual. Leute, es tut mir leid. Wir spielen eine Runde. Mit dem Hunter spielen wir auf jeden Fall Casual. Ich vertraue dem nicht. Wir können mit dem anderen Pirate Warrior können wir gerne Ranked spielen, aber mit dem spiele ich Casual. Das ist tatsächlich so eine Sache. Ja, die so. Ja, was soll ich sagen? Ich bin ein wenig unzufrieden mit dem Deck und muss erst mal gucken, ob das überhaupt funktioniert. Ich meine, es ist ein reines Aggro-Deck. Wir hätten theoretisch auch noch einen Leeroy reinpacken können oder sowas zum Finishen. Aber ich denke tatsächlich, dass wir über die Pirate-Wombo-Kombos vielleicht schon genug Board-Control kriegen können. Ich meine, das ist ein Full-Pirate-Deck, Leute. Was wünscht man sich mehr als ein Full-Pirate-Deck? Oh, vielleicht nicht gegen einen Priest spielen, das wäre vielleicht nicht schlecht, aber naja, was soll das? Was soll der Geiz, Leute? Was soll der Geiz? Oh, die Starthand ist aber tatsächlich gar nicht so schlecht. Wenn wir jetzt den 4-Drop hier noch wegrollen und vielleicht noch einen guten 3-Drop kriegen. Ja. Kann man machen. Grüße. Ist das wirklich die Grüße von ihr? Oh nein, warum kommst du denn jetzt raus? Patches, es tut mir leid, du musst deine Seele opfern, indem du Face gehst. Das ist halt jetzt traurig, weil sie kann jetzt hier traden und wir können nicht zurücktraden und das ist ganz schön unlucky. Oh lolle, er hielt Face? Oh, ich habe gerade schon gedacht, weil das so Face gezielt hat. Das wäre keine gute Entscheidung gewesen tatsächlich. Okay, wie machen wir das jetzt? Wir spielen den 2-Drop raus. Buffen ihn. Machen Hit, dass er nicht hier den weiteren Heal rauskriegt. Enter. Okay, Leute, das ist schon mal ein sehr, sehr schwacher Start für den Pirate Warrior, für den Pirate Hunter, muss ich sagen. Ich denke auch tatsächlich nicht, dass dieses Deck hier irgendwelchen großen Erfolg gegen den Priest erzielen wird, aber. Don't stop believing, Leute. Don't stop believing. Jawohl, hier, zack. Full Aggro Face. Ein 4-2er, da kann er erstmal nichts dagegen machen. Das ist sehr, sehr gut. Das ist sehr, 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 sehr gut. Okay. 4 Mana für einen Minion zum Clearen. Das ist okay für mich. Damit komme ich klar, möchte ich mal sagen. Zack. Zack, wir zerschießen seine nicht vorhandene Waffe, gehen hier Face, Mana and Turn. Okay, ich muss sagen, die Piraten-Synergy funktioniert gerade. Nein, keine Holy Nova, ach Gott sei Dank. Oh nein, er kann trotzdem. Oh Gott sei Dank. Es ist trotzdem, funktioniert es eigentlich gerade recht gut. Und tatsächlich hätten wir jetzt auch gewonnen. Wenn wir beide rausgespielt hätten, hätten wir Lethal gehabt, Leute. Powered Yar! Jawohl, Priest, du hast Ahnung. Power Word Yar. Wie geil ist das denn? Leute, es funktioniert. Wir spielen noch eine Runde mit dem Pirate Hunter. Power Word Yar. Oh mein Gott, wie awesome ist das denn? Ich möchte das auch sagen können mit meinem Hunter. Ist es nur heute so, weil heute der Pirate Day ist? Ich finde es ehrlich gesagt mega stark. Oh, wir spielen gegen Arthas. Aber ich würde auch gerne einen Paladin bauen, der in die Richtung geht. Wie gesagt, Leute, es tut mir wirklich leid, dass ich hier Ding spiele, Casual spiele, aber ich vertraue diesem Deck wirklich, wirklich, wirklich nicht so arg viel zu. Alleycat! Ein sehr, sehr schöner One-Drop. Ja, guck mal hier, das ist. Hier haben wir jetzt.
Hier sehen wir jetzt den Hunter. Das ist, ich nenne ihn liebevoll. Lass mich kurz überlegen. Ich nenne ihn den Zoo Hunter. Nee. Ich nenne ihn den Piratenstreichelzoo. Einfach, weil wir Piraten haben und ich bin mit ihren Kuscheltieren unterwegs. Und das muss schon viel heißen, Leute. Das muss schon viel heißen, wenn Piraten mit ihren Kuscheltieren unterwegs sind. Das heißt, sie haben ihre Piraten lieb. Ihre Tiere lieb. Okay, +1/+1. Dann gucken wir, was es ist. Okay, es ist nichts, was ich jetzt schon trigger. Das ist schon mal gut. Wir können im nächsten Zug können wir Eagle Hornbow spielen. Plus nichts. Und das ist schon mal sehr, sehr stark. Aber erstmal müssen wir jetzt gucken, was. Incredible. Das ist incredible. Okay, das bleibt normal. Well played. The battle is over. You What the fuck einfach nur? Warum surrendern die direkt alle? Aber okay. Aber okay, Leute, das war also jetzt hier mal eine Runde mit dem Agro-Hunter. Oh. Wie heißt der nochmal? Wäre ich jetzt auf Rang 10 oder sowas, würde ich easy going mit dem Deck spielen hier. Ganz klar, da wäre dieses Deck hier Favorit. Leute, da wäre dieses Deck absolut Favorit. Aber ich bin leider nicht Rang 10, deswegen wechseln wir jetzt ins Ranked und spielen jetzt heute eine Runde mal. Auch wenn es mir gegen mein Bestreben geht, dieses Deck zu spielen, werden wir es jetzt heute einmal spielen. Ein einziges Mal wahrscheinlich und dann für eine lange Zeit wieder nicht. Aber ich finde es halt, ich finde am Pirate-Tag, da muss man einfach Piraten spielen, Leute. Da kann man sich nicht dagegen wehren, oder? Da kann man sich nicht dagegen wehren gegen Piraten, Leute. Wie kann, ich frage mich eh, wie man sich ein bisschen gegen Piraten wehren kann. Aber naja, okay. Das ist wieder eine andere Story. So. Was ich auf jeden Fall nochmal machen wollte, wäre auch noch ein Pirate Rogue spielen. Weil Pirate Rogues sind nämlich cool. Okay, vom Prinzip her, wir spielen ja jetzt Ranked hier, könnte ich jetzt hier Rang 13 werden. Und wir haben die Schiffskanone, das finde ich eigentlich immer ganz stark, weil die Schiffskanone ist wirklich eine gute Sache. Oh Leute, die Fiery War Axe ist hier noch falsch drin. Leute, was ist denn das hier? Was ist denn das hier? Auch noch falsch drinstehen. Oh, Doppelschiffskanone, Leute. Man möchte ihn nicht rausspielen. Man möchte ihn nicht rausspielen. Das ist okay. Wir warten. Wir haben Zeit. Wenn wir jetzt nicht Patches top decken in den nächsten zwei Zügen, ist alles gut. Dann ist everything. Wie heißt es nochmal? Everything is awesome heißt es dann. Genau. Oh. Es tut mir so leid, dass diese Waffe jetzt genervt wurde. Ich meine, 3 Mana, 3-2 ist einfach so. So, man kann es nicht anders sagen. Es ist einfach schlecht. Es tut mir in meinem Herzen weh, dass die Waffe jetzt so genervt wurde. Okay, was kommt da raus für 3? Okay, können wir machen, Leute. Easy going, no problem. GG, well played. Feuer! Komm, zweimal. Zweimal treffen. Nein! Ja! Nein! Aber es reicht trotzdem. Alles safe. Alles safe, wir müssen unsere Kanonen nicht kaputt machen, wir können auch so face gehen. Und das ist nämlich, das ist einfach das, wie Piraten sein müssen. Yarr, mit Kanonen und Donnergrollen und Yarr. Viel Yarr, was heißt denn? Der Warrior, der rastet voll aus. Ach, ist das stark. Leute, ist das so stark. Oh mein Gott. Pirates, wo seid ihr? Du bist kein Pirate, aber du bist okay. Yarrity harrity har. Ah, schön. Ich pack mich weg, hey. Das ist super. Das ist super. Ja, gut, ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Ich musste das einfach nochmal sagen. Es tut mir leid. Ah, oh, schön. Wunderschön, wunderschön. Also je nachdem, was ihr jetzt spielt, werde ich jetzt die Fiery War Axe into Upgrade zünden und dann halt ordentlich Damage machen. Gut, okay, es kann halt sein, dass er hier jetzt eine Ding spielt. Oh. Okay. Explosive Trap? Keine Explosive Trap? Es könnte ein Snipe sein, dann wäre der weg. Wir gucken mal, wenn wir jetzt die Hero Ability vom Hunter kriegen, dann ist es schon relativ cool. Wir nehmen den Silverhand Recruit. Ist auch kein Snipe gewesen, dann hätten wir jetzt eigentlich Lethal gehabt, aber das ist okay.
Ah, ist der Catrick, okay. Ja gut, okay, mit dem Catrick kann ich leben, Leute. Wir sollten theoretisch jetzt Liefel haben. Er dürfte hier kein Control irgendwie rausbringen. Das Einzige, was er haben könnte, wäre natürlich eine Explosive Trap, aber das wäre jetzt auch nicht das Problematischste tatsächlich. Ja, wir können mit der Waffe, können wir da einfach durchgehen. Das ist... sollte ein GG sein, Leute. Oh. Oder auch tatsächlich nicht. Vier, fünf... doch, ist es trotzdem GG, wenn ich es jetzt richtig sehe. Wenn ich es richtig sehe, ist es trotzdem ein GG. Ha, und was sich reimt, ist immer gut. Ja, okay, jetzt ist es erst recht ein GG. Ich habe gedacht, vielleicht ist es noch eine Freezing Trap oder sowas, aber dadurch, dass es das nicht ist, ist alles gut. Komm, schieß drauf. Jawohl! Piraten-Action! Yar, yar, yar! Die Har! Okay, Leute, das war also die Runde Piraten-Warrior. Das reicht aber jetzt auch erstmal wieder. Ich finde es schade, dass ich den jetzt gelöscht habe. Hätte ich gewusst, dass es irgendwie so Pirate Day oder sowas gibt, hätte ich mir auch sehr, sehr gerne noch mal eine Runde mit meinem Pirate Rogue gespielt. Das werden wir jetzt tatsächlich nochmal machen. Ich werde mal gucken, ob ich den nochmal zusammenbauen kann. Wir machen halt heute einfach ein bisschen heute ist die Piraten-Party-Folge. Wir machen heute ein bisschen länger wahrscheinlich. Jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir hier ein gutes Piratendeck zusammenkriegen. Pirate wieder hier. Pirate! Pirate, Pirate. Oh, mit der Kanone ist das einfach so awesome. Die ist einfach so eine super Karte. Und früher hat man sie eigentlich so gut wie gar nicht gespielt. Also das normale Pirate Package hier. Können ihn auch reinpacken, aber ich finde ihn 4 Mana, 4, 4 gibt unsere Waffe plus 2. Komm, er ist ein Pirat. Rinder! Können auch ihn noch reinpacken. Nein. Ja, Pirate Warrior also, liebe Leute. Quatsch, Pirate Warrior. Pirate Rogue also, liebe Leute. Wie basteln wir einen guten Pirate Rogue? Eieieiei. Leeroy packen wir auf jeden Fall rein. Oh, Moment. Ah, das funktioniert trotzdem. Perfekt. Dann packen wir auf jeden Fall auch noch rein. Standardmäßig find ich irgendwie Backstep natürlich gut. Cold Blood ist natürlich sehr, sehr gut. Klar, wenn wir auf Damage gehen, Deadly Poison dürfte nicht der größte Fehler sein, meiner Meinung nach. Eviscerate passt auch. Wenn Cleave könnten wir reinpacken. Zap weiß ich gerade nicht, aber ich glaube, wenn Cleave packen wir auf jeden Fall rein. Vielleicht noch den... Ich finde ja inzwischen echt den... Ich bin ein bisschen Fan geworden von dem Plague Scientist. Ich habe den in letzter Zeit ein bisschen öfters gesehen. Und der Plague Scientist, der ist halt wirklich gar nicht so eine schlechte Sache. Er ist halt tatsächlich nicht so die schlechte Sache. Sollen wir den benutzen? Den da packen wir auf jeden Fall auch noch rein. Der sieht auch ein bisschen piratenmäßig. Oh, wir nehmen noch Tinker Sharpsword Oil mit, Leute. Nevermind, unser Deck ist voll. Es sind ein Full Pirate Deck. Dadurch, dass wir ein Full Pirate Deck sind, spielen wir auch nochmal hier ein bisschen casual. Es tut mir wirklich leid, dass ich hier casual spiele, aber ich möchte einfach ich wollte diese Season ein bisschen höher ranken und ich habe sogar tatsächlich jetzt mal ein bisschen Zeit, mich hinzusetzen und da in die Richtung zu ranken und da kann ich tatsächlich oder möchte ich tatsächlich nicht, dass ich das jetzt mir dadurch ein bisschen verscherze. Deswegen, ich versuche halt in beiden Dingern ein bisschen hoch zu ranken. So, wir spielen... Doch, wir spielen das Richtige. Wir spielen den Rogue. Ich habe gerade schon gedacht, fuck, wir spielen das falsche Deck, aber wir spielen doch nicht das falsche Deck. Okay, was haben wir auf der Starthand? Nichts Gutes. Das ist schon mal gut zu wissen.
Das ist schon mal gut zu wissen. Alles weg. Ich hoffe, wir kriegen die Stadt eine gute. Oh, Leute, the living dream. Es fehlt nur noch ein bisschen die Schiffskanone, dann wäre alles top. Aber das ist okay. Ah, ha, 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 ha. Was sagst du? Ah, ich finde aber meins cooler. Matey, yarr. Er macht die. Ah, er spielt der. Oh nein, er spielt Miracle Rogue, Leute. Er spielt Miracle Rogue. Ich sehe es ganz genau. Da kommt die Schiffskanone, oh mein Gott. Oh, bitte lass ihn kein Backstab auf der Hand haben. Ich möchte meine Schiffskanone behalten. Sie ist so ultra stark. Aber wahrscheinlich hat er einen Backstab. Ich meine, das ist so. Naja, ich habe auch keinen Backstab. Aber theoretisch dürfte er einen Backstab haben, Leute. Theoretisch dürfte er einen Backstab haben. Yarr, matey. Bitte kein Backstab, come on, dude. Jawohl. Ah, nee, das ist noch alles gut, Leute. Noch ist alles gut. Ah, er spielt auch so ein Möchtegern-Combo-Deck. Finde ich cool. Feuer! Face is the place. Ich hoffe, er tradet jetzt nicht in meine Kanone rein, weil dann wird es nämlich richtig, richtig böse für ihn. Ja, natürlich tradet er. Ah, nein, er hat das Razor Paddle, ja. No, not the Razor Paddle. Ah, ist das schön, Leute. Ist das schön, einfach mal so ein bisschen so crazy stuff zu spielen. Da fühlt man sich gleich ein bisschen gesunder, muss ich sagen. Er spielt halt tatsächlich so ein absolutes Fulltime-Aggro-Deck, wenn ich das so sagen darf. Okay, wir machen hier den Trade. Das war jetzt nicht so ganz intelligent. Aber wir müssen hier auf jeden Fall traden, weil sonst unser 5-4er halt drauf geht und das wollen wir tatsächlich nicht. Das wollen wir ganz und gar nicht. Theoretisch, wenn wir jetzt mal sagen, er würde überleben. Oh nein, er hat den Buccaneer dabei. Okay, dann würde er nicht überleben. Sonst hätten wir hier ultra viel Damage gemacht mit Saucy Captain, Cold Blood. Oh, die Pit Snake. Das sind zwei Karten, die ich nicht so gerne mag. Aber diese zwei Karten werden wir sehr, sehr schnell entfernen, tatsächlich. Blood and Plunder. Ah, schön. Ist auf jeden Fall ein echt schönes Deck, was er da spielt, unser Gegner. Finde ich wirklich cool. Nur, ich frage mich, warum er. Okay, Journey Below passt jetzt nicht ganz in das Bild rein, wenn ich ehrlich bin. Ich finde sowas, die ganzen Piraten und Combo und Sachen, die er da jetzt gerade hatten, waren wirklich, wirklich cool. Aber jetzt Journey Below? Warum? Okay, zum Triggern ist es vielleicht nicht schlecht. Okay, ganz kurze Rechnung jetzt mal hier an dieser Stelle. Leeroy sind 14 Schaden. Wenn ich insgesamt mich jetzt nicht verrechnet hätte, auf 7. Und wenn jetzt unser Saucy Captain also überlebt, können wir im nächsten Zug 14 Schaden hitten. Alter, 14 Schaden! 14 Schaden, das ist ganz schön sick, muss ich sagen. Nur wir müssen ihn halt erstmal so weit runterkriegen. Oh, was? Okay, das ist echt eine gute Karte. Aber damit haben wir gewonnen, Leute. Uhu! Oh, Piraten spielen ist halt echt cool. Also jetzt nur so in der Hinsicht ist es cool, aber ich finde halt so einfach dieses ganze Grundprinzip hinter dem Piraten gerade gefällt mir tierisch. Boom, 14 Damage mit Leeroy. Oh, und dann auch noch der gute Pirate Warrior, was der hier so rausgehauen hat. Das war stark. Liebe Leute, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es jetzt mal gefallen. Hier so ein kleiner Ausflug. Mal ganz kurz ins Casual. Bitte entschuldigt, dass wir das gemacht haben, aber ich habe den Decks echt nicht so wirklich vertraut.
Hat trotzdem mega Spaß gemacht, fand ich, mit dem Pirate Hunter und mit dem Pirate Rogue. War auf jeden Fall cool. Hätte ich mal gesagt, haut rein, bis zum nächsten Mal, genießt den Pirate Tag und vor allen Dingen genießt die 100 Gold, die ihr aus dem Pirate Tag rausgezogen habt. Haut rein, bis denn dann. Tschüss.